So, und somit herzlich willkommen und zurück bei Battlefield 1. Wir dürfen jetzt Luftschiffe zerstören. Okay, das geht sogar ziemlich einfach. Ach so, das war schon weg. Oh Gott. Das dürfte auf jeden Fall mal gereicht haben. Immer wieder reparieren, nicht dass man. Oh. Ja, dann kümmern die drum. Weil ich muss mich da konzentrieren hiervon. Die Luftschiffe hier irgendwie niedergegangen. Unter uns gehen Flachs in Stellung. Ich sehe sie! Wir müssen sie schnell außer Gefecht setzen. Ja, du kümmerst dich mal am besten erstmal um unseren Arsch, hey. Wie sie dir für Flachs sei. Aber Gott sei Dank ist langsam. Ja, du kümmerst dich um die hinter uns, sie macht die vor uns. Wow, ziemlich tief. Passt. Wow, Gott sei Dank genau im richtigen Moment abbremst. Na, jetzt war Flachs. Damit hab's nicht gerechnet. Bin Tiefflieger. Wow. Und bin gerade, glaube ich, aufgegangen. Immer reparieren, immer reparieren. Oh, fuck. Gegen die Hauswand geflogen. Das hätte ich nicht da sein. Jo, Entschuldigung. Entschuldigung. Aber jetzt können wir sie. Scheint nicht so. So, wo ist er? Da unten. Na los, Kameraden. Bin hier eigentlich der Einzige, der was auf die schießt? Ja, viel zu weit weg. Sie reparieren. Haben wir ja gelernt beim Panzerfahren. Ja, die Deutschen fliegen auch nicht gut. Hey. Die fliegen die ganze Zeit in der Seite. Hier wird's brenzlig. Ich weiß, genau zwei. Kümmer die Flieger ein bisschen waghalsiger. Passt. Und jetzt Bomber. Wo? Wir müssen einen Helfer. Passt. Formation und los geht's. Na ihr Deutschen, ich bin hinter euch. Ja. Nur noch weg. Gleich zum nächsten. Er schmiert ab.
Ja, ich weiß, aber unsere Bombe auch. Ich glaube, du bist da schon der letzte Bomber, oder? Kim, flieg drüber! Ich helfe da. Bin bei dir. Nett, nett. Die Festung hat schon eine Menge eingesteckt. Viel ist nicht mehr übrig. Feindliche Jäger attackieren. Kümmere dich um die Jäger, bis die nächste Welle kommt. Okay. Bisschen Raketen rein, vielleicht trifft man irgendwas, klappt zwar nicht. Ich hab dich. Der nächste wegsäbelt. Und wo ist er? Unter mir. Jetzt ist er vorbeizogen. Jetzt bist du tot. Oh, du lebst nur. So, down mit dir. Wann haben wir noch? Wo ist er? Na, dann schauen wir mal. Mit zwei kommst du nämlich nicht mit, soweit ich. Klar. Passt. Umso mehr wir beschützen, umso schneller geht's. Da geht's zu, ey. Das hat meine ganzen Verbündeten. Ich kann nicht alle Bomber allein beschützen. Du Arschloch. Ja, der kommt auf die Liste. Hat es geschafft. Nett, 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 nett. Weiter so. Noch ist es nicht vorbei. Auf zur nächsten. Feindlichen Jäger. Unter uns geht Flugabwehr in Position. Wo? Diese Wagen werden unsere Bomber vernichten. Jetzt sag mal, wo die Flugabwehr ist, dann zerstöre ich sie. Seid ihr wieder da? Schüttel ihn ab! Feindbeschuss! Ja, ist mir aufgefallen. Danke. Oh, merkt man fast gar nicht. Was sind denn unsere Bodensoldaten da? Wir sind noch in einem Stück. Ja. Lieb. Wow, wow, wow. Doch vermisst. Ich hab daneben geschossen. Super. Bring uns von hier weg. Ja, lass mich schnell reparieren. Lass mich schnell reparieren. Das machen wir gleich. Wer, ich oder er? Was soll's?
Ja, aber wir sind besser. Möchtest du mit mir wieder Kraut hinstellen? Du darfst mir echt einen Riesen gefallen. Und schneller nachladen, das war. Also, bald, jetzt können wir da drüber fliegen, ohne dass wir was machen können. Dann fliegen wir gleich den nächsten Angriff. Enge Kurven und wieder drauf. Passt, Flugabwehr down. So, dann kümmern wir mal euch. Eins muss man gelassen, ihr seid echt nicht schlecht. Nice. Ja, dann halten unten. Ja, bist du noch. Beschwer dich also nicht. Da. Ja, das war ich. Entschuldigung. Tut mir echt leid, beim nächsten Mal. Ihr habt einen down, super. Passt, Bombenabwurf. Haben wir es geschafft? Geht's set. 4 Bomben haben wir überlebt. Nett, Kumpels, Kameraden. Das Waffenlager getroffen. Nein. Nicht abschmieren, nicht abschmieren. Na Mann. Das hat sie okay, das war mal abgeschmiert. Das war nicht cool. Ganz und gar nicht cool. Na, okay, Ladebildschirm, hab mich lieb. Hallo? Bitte nicht abschmieren. Irgendwie lotte sie gerade zu Tode. Aber an was? Hallo, Spiel? Okay. Magst du nicht weiter lotten? Ah ja. Der Vogel war hinüber. Er hatte seine Nase ins Niemandsland gebohrt, einige hundert Meter von der Stelle entfernt, wo ich gelandet war. Ja, dann hast du noch mehr Glück gehabt. Wilson, der arme Kerl, war nicht mehr rausgekommen. Nein. Ich für ihn. Ich hatte ganz andere Probleme. Dass die uns nicht sieht. Unser Kollege ist tot und er beschwert sie. Bleib unten, bleib unten, bleib unten. Eins, zwei, Deutsche. Köder.
bist ein Flugzeugpilot. Meine Füße bringen mich um. Das hat eine Mikro, glaube ich. Es stinkt hier so. Da, ich schmeiß Munition, du Arsch. Hallo? Ja, ich weiß, ich komme ja nicht rausbewegen. Ja, Entschuldigung. Tut mir leid, ich hänge hier unten fest. Wieso hänge ich hier fest? Ja, super, Karanatano. Wir werden gleich sterben. Also jetzt hänge ich nicht mehr drunter fest, weil das Ding gibt's nicht mehr. Nett! Ja, können Sie mich schnell runterschießen? Also das muss echt einer der miesesten Schützen den ganzen Ersten Weltkrieg sein, der was 13.000 Mal daneben schießt. Danke! Ich kann nicht aufstehen. Ich guck gar nichts da. Stimmt, du Scheißkerl! Weißt du was? Wir laden nochmal neu. Ja. Hoffentlich geht's diesmal besser. Der Vogel war hinüber. Er hatte seine Nase ins Niemandsland gebohrt, einige hundert Meter von der Stelle entfernt, wo ich gelandet war. Wilson, der arme Kerl, war nicht mehr rausgekommen. Ich für ihn. Ich hatte ganz andere Probleme. Zum Beispiel, dass die Spinne nicht funktioniert. Das ist sonst mein Problem. Aua. Jetzt haben wir meinen Fuß gehabt. Bitte Spiel, lass mich diesmal wenigstens weitergehen. Wir nehmen einen Köder auf, mit R. Wir drücken R, nehmen einen Köder auf. Okay, das kann jetzt ein bisschen interessant werden, weil jetzt... Wirf einen Köder, um den Soldaten wegzulocken. War das ein? Ah, diesmal checkt das er gleich und ihn noch ein 10. Mal werfen. Dann wundert mich gar nichts, dass vorher nichts weitergegangen ist. Nichts gesehen. Was ist denn? Zum Glück wusste ich noch, wie man schleicht. Wie man schleicht, wenn man uns in deutsche Soldaten ausgeschaltet hatte, machte ich mich auf den Weg nach Westen zu unserer Seite der Frontlinie. Wir haben uns gerade versteckt. Das hat nichts mit Schleichen zum da. Am besten hin über Straßen. So. Einmal Kreuz drüber. Zwischen mir und der britischen Front lagen deutsche Schützengräben. Deutsche Geschütze. Oh, und natürlich die Hälfte der Einwohner von Berlin, die alle Streit suchten. Was haben wir denn da alles? Da ist auf jeden Fall Panzerwagen gerade gefahren. Bist du der Einzige hier? Du bist aber einer. Oh, der ist mies. Ja, tut mir leid, du musst da ganz alleine Wache schieben in dem Dreckswetter. Tut mir echt leid für dich. Oh cool, wo haben wir die Pistole her? Oh, jetzt ist sie ganz schlammbedeckt. Das wären 75 Meter. Irgendwo sind noch mehr auf jeden Fall.